Wir haben vor allem darüber geredet, dass wir eben Photovoltaik mehr auf Dächern integrieren wollen. Und da, was wir noch gar nicht wussten, dass es seit 2012 schon Regulierungen verpflichtende, dass auf Neubauten Photovoltaik gebaut werden muss, sowie bei Renovierungen muss Photovoltaik auch drauf gebaut werden. Dann haben wir über Alternativen geredet, wie zum Beispiel Begrünung von Dächern, falls Photovoltaik nicht möglich ist. Und über andere Energiefresser, wie zum Beispiel nicht funktionierende Heizungen, die einfach die Effizienz gefährden, obwohl an dieser Stelle eigentlich eine viel energiesparendere Lösung möglich wäre, die auch vielleicht gar nicht so teuer ist. Ja, was Thomas Gillig am Forum Gebäudewirtschaft, was wir gemerkt haben, wir tun zwar viel, aber es ist noch nicht öffentlich erkennbar. Ja. Deswegen haben wir vereinbart, dass wir einen kleinen Bericht zusammenstellen, dass wir im halben Jahr mal draufschauen können, was tatsächlich real schon passiert und was wird kommen. Und dass wir das gleich auch ins Internet bringen können, dass man also nicht irgendwo Papier lesen muss, sondern dass man das tagesaktuell oder wie auch immer in Abständen immer wieder sehen kann. Es gibt auch die Idee bei dem Thema Photovoltaik, dass man vielleicht auch diese Erträge, also diese Grafik, die man zum Teil auf dem Bildschirm sieht, auch im Internet nachschauen kann, sodass man nicht immer